Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute, was steht auf dem Ei? Jedes in der Europäischen Union verkaufte Ei muss abgestempelt sein. Dieser Zifferncode verrät die Herkunft des Eis. Also jetzt nicht, dass es aus dem Huhn gekommen ist, sondern wo dieses Huhn wohnt. Schauen wir uns den Stempel doch mal genauer an. Ganz vorn steht eine einzelne Ziffer, 0, 1 oder 2. Die verrät die Art der Hühnerhaltung. 0 steht für ökologische Erzeugung, 1 für Freilandhaltung und 2 für Bodenhaltung. Dann folgt auf dem Stempel eine zweistellige Buchstabenfolge, die verrät das Herkunftsland. DE steht zum Beispiel für Deutschland. Dann folgen 7 Ziffern, die ersten beiden zeigen bei deutschen Eiern das Bundesland. 15 steht dabei für Sachsen-Anhalt. Die Zahlen dahinter bezeichnen die Nummer des Legebetriebes oder des Stalls und die kann man im Internet googeln. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht also nicht auf dem Ei, muss aber auf der Verpackung vermerkt sein. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.